So, weiter geht's mit unseren Männelkicken. Wir haben hier wieder schöne 4 Punkte. Wir brauchen aber 7. Ja. Erst einmal die Geschwindigkeit wieder erhöhen. Was muss, das muss. Was ist denn das da hinten? Ein Hund, ein altes Männchen. Ja, gut. Der hat Axt und Messer im Inventar. Warum hat der so viel im Inventar? Und der geht fischen. Jo, Nahrungsprobleme durften wir erst einmal nicht haben für die Folge. Wir haben keine Feuersteine mehr. Oh lol. Warum? Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt sind da hinten auf dem Tisch. Ernsthaft? Das ist doch ein totaler Abfuck gerade hier. Das ist doch gerade Abfuck, dass jetzt die Tiere alle auftauchen. Mann. Ja, schön, keine Feuersteine. Ich weiß. Boah, da kann ich da auch nichts dafür. Wo ist hier eine Feuersteinquelle? Hier hinten. Oh, hier sind sogar mehrere. Oh, das sind Wölfe. Oh yeah, das heißt, wenn die wieder alle ankommen, dann geht's hier zur Sache. Und ich möchte, dass die Tiere ankommen. Was machten die da? Hallo? Die macht gar nichts. Geh mal Feuersteine holen. Mensch, Mädel. Genau, Feuersteine. Ach, Mann. Sachen gibt's. Nee. Was machst du? Ach, du holst doch die... Ach, die haben die Tiere noch nicht komplett abtransportiert. Okay. Verständlich. Ist ja auch mehr als genug. Ja, aber mehr kann ich gerade auch nicht wirklich machen hier. Die Kinder, die können nichts machen, außer Bären sammeln. Und die kommen erst in der nächsten Dings. Jetzt tauchen hier die ganzen Tiere auf. Ernsthaft? Das ist doch so eine Verarsche. Mann. Irgendwo liegt schon wieder ein Toter rum. Jetzt müssten die doch hier hinten eigentlich fast alles abgetragen haben von den Tieren.
Ja. Müsste jetzt alles weg sein. Ja, dann könnten wir eigentlich schon gleich auf die Jagd gehen. Tierchen. Wo sind die scheiß Tiere jetzt hin? Boah, ernsthaft? Hier. Los, wir brauchen Nahrung. Rennt ihr mal? Also, ich glaub mich, Schatz. Und noch 3 Punkte und wir können das nächste freispielen. Das wäre dann entweder Pfeil und Bogen oder die nächste Nahrungsverarbeitung. Die zwei dort wollen nicht. Sind noch da, gut. Es wäre jetzt ein bisschen peinlich gewesen, wenn die weg wären. Das ist ein langer Weg dahin. Es gibt aber wieder Nahrung und es gibt auch wieder Leder. Jo, jetzt einmal rennen, genau. Wir herrschen wieder zu wenig Nahrung. Ist ja nichts Neues mehr. Mann, Mann, Mann. Na los hier. Sammelt euch. Oh, da sind schon die ersten Bären wieder. Kann ich die Kinder gleich sammeln schicken? Hallo? Boah, leckt mich doch fett, ey. Dann macht doch, was ihr wollt, wenn ihr dann hingeht. Da gab's Bären. Da. Und du kannst da einsammeln. Also ich habe nur noch 3 Kinder. Das ist ein bisschen peinlich. Aber was macht die? Das ist doch repariert. Ah, wir gucken mal hier hinten. Ja, los, schleicht euch an. Tötet es. Sind wieder 2 tote Tiere. Und hier gehen wir erstmal auf die Wölfe.
Komm, das kriegst du down. Oder auch nicht. Jo, da ist es down. Genau, geht zum Wolf. Was? Wo? Ist doch tot. Das ist doch tot. Da haben wir wieder 6 Punkte. Jetzt haben wir insgesamt 10 getamte Tiere. Das freut mich. Da pflücken gehen. Du gehst das da vorne abpflücken. Und du Zwerg gehst da hinten pflücken. So. Ja. Der Totem dort muss auf jeden Fall noch fertig werden. Dann hätten wir auch wieder einen Punkt drinne. Und das wird Zeit. Ja, ihr nehmt die Schlitten zum Sachen holen, das ist gut. Du kannst dann auch gleich jagen. Hier, Fisch, Fisch. Ja, okay, ruh dich aus. Faules Stück. Was? Ein Sturm zieht auf. Ah ja, gut, der macht uns nichts. Der Sturm macht uns nichts. So, gehen wir uns gleich die nächsten Tiere snacken. Es wird Zeit. Wir brauchen viel mehr Leder und Nahrung. Wir haben einen extremsten Verschleiß. Ochsen sein, genau. Ja, los, greif es an. Ja. Sehr schön, das Tier ist down und dann hier gleich das nächste. Sehr schön, das ist down. Ah ja, gut, die reichen. Hier, kommt hierher. So. Da geht schon einer mit dem Schlitten los. Das heißt, es werden keine Ressourcen verschwendet. Das ist sehr gut. Holz, ja gut. Feuerstein haben wir auch wieder. Steine haben wir.
So. Jo, und wir haben den nächsten Punkt. Wir holen uns das Essen, Verarbeitungszeug. Nee, Felder können wir leider noch nicht anlegen. Schade. Schade, schade. Aber wir haben erstmal keine Nahrungsprobleme. Das ist es, was ich wollte. Und das war's dann aber auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.